Sascha Watzlawick von der Frau Engers und Thomas Kakala vom SC der Oberstein und gebe das Wort an Sascha, bitte. Ja, erstmal hallo zusammen und Gratulation nach Ida Oberstein. Wir beide hatten uns ja schon im Vorfeld unterhalten. Ich fange mal wieder eigentlich, also jetzt von den Ergebnissen vielleicht mal ausgegrenzt, aber eigentlich immer ganz gerne hierhin, weil es ist für mich noch früher, als ich selber noch Oberliga gespielt habe, immer ein besonderes hier zu spielen im Haag. Und finde auch immer wieder, dass es hier besondere Atmosphäre ist und einfach auch ein richtig schönes, altes Oberliga-Stadion, ne, mit ein bisschen Stimmung und wie ich es auch von früher kenne. Genauso war es auch heute. Wir wussten, es wird ein sehr intensives Spiel, vor allen Dingen, weil beide Mannschaften ja auch schon die Woche im Pokal waren. Wir hatten auch 120 Minuten plus Elfmeterschießen in den Knochen. Umso mehr ärgert es mich so ein bisschen, dass wir heute hier keinen Punkt mitgenommen haben, weil ich finde, den hatten meine Jungs heute wirklich verdient. Aber aufgrund der ersten Halbzeit, dass wir auswärts halt zweimal ausgekontert werden und da in der Restverteidigung und im Umschalten einfach nicht gut reagieren, ist es dann wohl, dass wir es vielleicht hinten raus nicht verdient hatten. Obwohl ich sagen muss, was die Jungs hier aufs Feld gelegt haben, heute auch spielerisch. Ich finde, wir haben auch aufgrund der Situation heute auch wieder mit vielen jungen Spielern gearbeitet, operiert. Wenn ich sehe, muss ich mal ein Riesenkompliment heute machen an den Mattes Thewald mit 18 Jahren, dass der Junge hier heute im Zentrum gespielt hat. Also er war für mich der beste Mann heute bei uns auf dem Platz. Und muss man einfach sagen, das gibt einem dann auch Hoffnung, dass die jungen Spieler dann auch sich entwickeln. Finde, wir haben es dann eigentlich sehr, sehr gut gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Haben gut gespielt, hatten auch absolut Kontrolle. Ich glaube, haben nicht mehr viel zugelassen bis dann auf die ein oder andere Aktion, weil wir dann auch wesentlich besser ins Umschalten gekommen sind. Aber dann zum Schluss haben wir dann nochmal alles nach vorne geworfen, Verteidiger mit Mann und Maus, alles rausgehauen. Aber ich kann den Jungs dahingehend wirklich keinen Vorwurf machen. Die haben sich heute wirklich hier ihr Herz auf den Platz gelegt. Sacke hätte mich einfach gefreut, wenn sie noch ein Pünktchen mitgenommen hätten, weil ich finde, das hätten sie verdient gehabt, auch aufgrund unserer Spielart und wie es gelaufen ist. Aber ja, so ist es im Fußball. Wir gehen leider heute mit 0 Punkten nach Hause. Aber trotzdem bin ich stolz auf das, was die Jungs die Woche hier geleistet haben. Und müssen jetzt einfach nach vorne gucken. Nächste Woche dann gegen Ludwigshafen zu Hause das nächste Brett dann kommen. Und wir werden uns trotzdem bestmöglich vorbereiten und dann wieder den Kopf beziehungsweise die Blickrichtung nach vorne. Euch wünsche ich weiterhin auch viel Erfolg. Ich denke, wir sehen uns ja noch beim Rückspiel. Vielleicht kommen ja auch ein paar von euch mit. Und ja, dann weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Thomas, bitte deine. Ja, erstmal danke schon mal für die Glückwünsche. Ich freue mich natürlich mega über die 3 Punkte. Wenn man die Tabelle anguckt, waren die heute unglaublich wichtig für uns. Ich bin genauso wie der Marte sehr stolz auf die Jungs heute, was sie geleistet haben. Nach dem Spiel am Mittwoch gegen Pirmasens, der auch uns sehr viel Kraft gekostet hat, auch wenn es nur 90 Minuten waren. Ja, trotzdem haben wir wirklich sehr viel da gearbeitet und ich wusste, dass uns vielleicht die zum Schluss die Korn ausgehen werden, aber trotzdem haben die Jungs super gemacht. Ich denke, wir haben eine sehr gute, sehr starke erste Halbzeit gespielt. Wir wollten höher anlaufen, haben dann zwei, dreimal gute Ballerobert im Mittelfeld und dann gut über Botti durchgesteckt und zwei Tore geschossen. Ja, einzige, was ich vielleicht vorwenden kann, dass wir dann versäumt haben, um welchen Moment 3-0 zu schießen. Ich denke, dann wäre das Spiel dann viel ruhiger gewesen zu Schluss. Ja, dann kam Engers noch dran. Ja, und dann war natürlich sehr spannend zu Schluss. Ja, aber trotzdem Rieseneinsatz, Riesenkampf von meiner Mannschaft. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir nach so vielen Niederlagen halt wieder 3 Punkte gewonnen haben. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Danke. Danke, Thomas. Gibt es Fragen? Sascha, keine. Dann bleibt mir nur noch, euch eine gute Heimreise zu wünschen. Dankeschön. Wir sehen uns wieder im Rückspiel. Auf jeden Fall. Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns in 14 Tagen gegen Schott Mainz.